Hey Leute und endlich wieder willkommen zurück zu Dragon Ball Z Kakarot, dem neuen Sammelkartenspiel. Im Spiel komplett kostenlos. Nein, du brauchst dafür keinen Season Pass. Die ersten Tage waren furchtbar. Du konntest kaum irgendwie das Game spielen. Ne? Deswegen habe auch ich jetzt erst das Tutorial beendet, weil es ständig Serverabbrüche gab und ich konnte das Tutorial nicht fertig spielen. Jetzt habe ich es fertig, es hat alles funktioniert und es gibt einen Login-Bonus. LOL, man bekommt ja so Münzen und man bekommt ja Kartentickets. Können wir also ein Opening machen? Große Frage, ich nehme mal an. Aber ja, es ist ständig der Server abgekackt, Leute, und ihr könnt es vergessen. Ne? Und jetzt läuft's aber. Es läuft jetzt endlich. Leute, und wenn ich meine Kamera ausmachen könnte... Oh, was? Dienststart? Kartenblast 1 im Shop erhältlich. Hüllen und Spielmatten? Habe ich da richtig gehört? Ich bin voll dabei. Weil ich muss nur kurz die Kamera ausmachen, denn ihr seht etwas nicht. Auf der rechten Seite, da gibt es so Briefchen-Symbole. Ah, hier. Neues. Missionen. Es gibt ja auch Missionen, okay. Ah, ich habe drauf gedrückt. Oh, oh. Speichern? Was? Was? Ich wollte nur kurz reingucken. Ah, dritter Nicht-Trainerkampf, also Online-Kampf. Und erhalte eine Karte aus dem Shop. Das sind so tägliche Missionen. Da gibt es wöchentliche Missionen. Und normale Missionen, die einfach offen sind. Okay. Okay, geil. Missionen. Du kannst kostenlos... Was? Du hast kostenlos Missionen abgeschlossen. Achso, da war was dabei. Lol. Okay, gehen wir in die Geschenke rein. Ach, da speichert er wieder und lädt. Okay. Ja, okay. Oh, 100 Münzen, Anmeldebonus. Yeah, angenommen. Bam, meine Münzen. Event? Gibt es noch was? Nee, also das haben wir angenommen. Okay, da sieht man die angenommenen. Da sieht man alle, die man hat. Okay. Jetzt speichert er wieder. Und lädt wieder. Ja, wir wissen immer schon Kakarot, ne? War ein bisschen langsam. Ich muss mal kurz in die Mission rein, denn da gab es ja auch was zum Abholen. Ah, das hier können wir abholen, okay. Oh, es gibt auch Kartenpunkte, genau. Du kannst deine Karten nämlich zerreißen, sozusagen. Also sie aufteilen und damit neue Karten erschaffen. Ah, leck mich am Arsch. Es gibt noch mehr Missionen. Leck mich doch am Arsch. Ah, Leute, weil ich im Hauptspiel so viel abgeschlossen habe, kann ich hier jetzt zig Sachen annehmen. Lol, ich drück mal auf alle annehmen. Also wenn du im Hauptspiel brav gezockt hast und dort dir deine Karten verdient hast, kannst du hier arsch viel Zeug abholen. Anführerbilder. Okay, und das lädt sich ja ewig, denn ich habe hier 3000 Geschenke abgeschlossen. Bis in 3000 Missionen. Okay, das Hauptspiel vorher durchspielen lohnt sich auf jeden Fall. Und die Nebenmissionen abzuschließen. Blablabla, ihr kennt das Ganze, ne? Lol. Anführerbilder, ihr seht, habe ich jetzt einen Arsch voll. Leck mich am Arsch, weil ich viel freigeschalten. Was? Was? Lol. Und eine Spielmatte. Oh mein Gott, habe ich hier viel freigeschalten, dadurch, dass ich das Hauptspiel gespielt habe und wie gesagt, die ganzen Karten gesammelt habe. Wow, kann man da viel annehmen. Wow. Okay, es gibt auch eine Rangliste. Es gibt einen Laden. Da kann man Karten kaufen. Oder bin ich jetzt neugierig? Da gucken wir als erstes rein. Karten kaufen, Kartendesigns kaufen, Spielmatten. Was sind die Spielmatten? Wir gucken rein. Ey, ich hab so Bock. Das sind verschiedene. Oh, die ist schön. Verschiedene Untergründe. Mit den Münzen müsst ihr euch erstmal verdienen. Ich habe erst 100 Münzen durch den Login-Bonus bekommen. Okay. Und was meint ihr mit Kartendesigns? So Kartenhüllen oder was? Ja, Kartenhüllen. Okay, gibt's auch. Nicht so interessant. Und die Spielmatten klingen interessant. Und Karten kaufen. Aha. Kartenpack-Beschwörung? Ohohohoho. Okay. Card Blast 1. Da können wir ordentlich was rausziehen. Seltenes Kartenpack. Dafür braucht man Platinmünzen. Premium-Tickets. Okay. Und das hier, da braucht man diese Mini-Tickets. Davon habe ich ja gar keine. Oder Münzen halt. Aber hier können wir arsch viel ziehen. Wir können ja 50 Karten ziehen. Leute, wisst ihr was? Komm, scheiß drauf. Wir machen aus diesem Video heute ein Opening. Das hier ist heute ein Karten-Opening. Wir ziehen jetzt hier 55 oder 56 Karten. Komm, Leute, scheiß drauf. Wir machen aus diesem Video heute ein Karten-Opening. Auf jeden Fall, das Spiel funktioniert jetzt. Ihr könnt es zocken, kostenlos. Ich spiele auf der PS4 hier übrigens. Es läuft bisher keine Serverabbrüche. Vielleicht mal weniger spielen oder bessere Server. Auf jeden Fall ist es jetzt spielbar, okay? Und wir machen jetzt ein geiles Opening. Ich mach die Kamera wieder aus. Ey, ich hab Bock. 10 Karten ziehen. Haben wir hier eine Animation? Ich bin gespannt. 10 Karten, ja. 10 Tickets. Oh lol, mein erstes Opening in Dragon Ball Z Kakarot Card Game. Ey, ihr merkt hoffentlich, dass ich im Hype bin, ne? Und ich kann es auch kaum erwarten. Aus dem Automaten raus. Wir werfen Geld in den Automaten. Drehen das Rädchen. Und ziehen Karten raus. Oh lol.
Ein Vegeta für Diana. 3 Sterne. Guter Anfang. Und dann kannst du jetzt die Karteninfos jetzt angucken. Er ist ein Beschützer. Passt auch zu Vegeta. Lol. Das ist ja cool. Oh, was ist das hier? Zieh eine Karte. Oh, okay. Eine Karte ziehen gibt's ja auch. So Zauberkarten gibt's ja auch, wissen wir. Oh, noch ein Einstein. Lässt 3 Tagelöhne erscheinen. Oh, die sind ganz cool. Da hast du 3 1000er-Einheiten. Die finde ich ganz gut. Mr. Satan, war doch so klar, dass ich Mr. Satan ziehe, oder? Leute, seid mir ehrlich. Es war doch klar, dass ich Mr. Satan ziehe, oder? Es gibt bei mir kein Opening, wo ich keine Mr. Satan ziehe. Es gibt's nicht. Es gibt's nicht. Shenlong. Stellt bei einem Charakter auf deiner Seite 8000 TP wieder her oder zieh 2 Karten. Geil. 3 Sterne Trunks. Lässt dein Charakter auf dem Feld K.O. gehen. Lol. Er kann jemanden one-hitten. Lol. Oh, ein Gohan. Ui. Fügt dem Angriff aller anderen Charaktere auf seiner Feld 1000 hinzu. Guter Supporter. 1 Stern leider nur, aber Gohan. Gokulein. Zieh eine Karte. Wenn deren Kosten maximal 3 sind, ziehst du noch eine. Das kann für ein billiges Deck echt gut sein. Schau mal hier. So ein Goku auf Kosten, Energielimit, so ein Goku erscheinen lassen, okay. Oh, Yajirobe. Er ist ein erkläre ich beim nächsten Mal, was seine Fähigkeit ist. Das war's. Oh, 2, 3 Sterne immerhin. Ich glaube, das höchste war 4 Sterne oder so. Und wir haben jetzt Missionen abgeschlossen, also wir können uns noch mehr Sachen holen. Lol. Ich habe gerade 5 Missionen abgeschlossen. Ich habe 5 Missionen abgeschlossen. Wie? Kann ich jetzt nur einmal ziehen? Wie jetzt? Ah, hier. Nee. Sorry, Brain-Fehler. Wir ziehen weiter. Nochmal 10. Bitte gönn 4 Sterne. Gibt's auch 5 Sterne? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber 4 Sterne gönnen wäre jetzt echt der Hammer. Mein erstes Card-Opening. Ich kann's nicht glauben. Dreh am Automaten. Rein mit dem Geld. Niemals mit Echtgeld, Leute. Spielt niemals mit Echtgeld an einem fucking Automaten. Außer es geht um Dragon Ball Card. Das Ganze hier ist übrigens so wie ein bisschen wie Super Dragon Ball Heroes. In Japan kannst du auch diese Karten aus den Automaten rausziehen. Dafür kann man Geld ausgeben. Okay, wir haben eine Vegeta 2 Sterne. Oh, guck, bleib vergessen zu drücken. Einen Cheese, der auch bufft. Okay. Noch ein Mr. Satan. Wollen die mich verarschen? Ein Beschützer. Ja, sicher. Ja, sicher bist du ein Beschützer. Ich habe 3 Mr. Satan gezogen. 3 Mr. Satan. Ein sehr schönes Erinnerungsfoto. Unser Yamu. Angriff 4000 hinzu, wenn Popovic auch dabei ist. Oh, so eine Teamkarte sozusagen. Den hatten wir schon, den Goku. Meister Kaio. Lässt Bubbles erscheinen. Lol, der kann. Also, wenn er auf dem Feld gerufen wird, nimmt er noch einen Charakter mit. Und zwar Bubbles bringt er mit. Tenshin Han. Auch am Futtern, genauso wie Gohan. Kann auch die gleiche Fähigkeit. 3 Sterne Gohan. Oh, ist der schön. Ein Beschützer. Super. Gohan. Oh, 13.000 Leben. Lol. Da musst du erstmal vorbeikommen. Richtig geiler Gohan-Pull. Tenshin Han, 6.000. Oh, ist auch ein Beschützer. Ist okay für 4 Kosten. Ah, das war's schon wieder. Ah, aber hey, das ist ja mega geil. Okay, wir haben noch mehr Missionen abgeschlossen. Wir ziehen weiter. Wir ziehen weiter, Leute. Oh, ist das cool. Mein erstes Opening. Damit können wir ein eigenes Deck bauen. Damit können wir PvP spielen und so weiter und so weiter. Wenn ihr das sehen wollt, wie Rapid hart in Dragon Ball Z Kakarot PvP zockt und sich in die Rangliste hochkämpft, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Däumchen nach oben, ne? Abonnieren, um mich zu verpassen. Ihr wisst Bescheid. 10-19 haut ihm richtig eine rein. Schnellangriff, perfekt. Kann er so sofort angreifen, wenn er ins Spiel gerufen wird. Das sieht schön aus. Das ist eine schöne Piccolo-Attacke. Wow. Leider nur 2 Sterne, aber das sieht geil aus. Haben wir hier. Ah, die 3 Tagelöhner. Son Goku am Weg zu Namek in seinem Raumschiff. Okay, nicht schlecht. Kann mitnehmen. Chi-Chi! Die stärkste Frau des Universums, denn nur sie kann Goku besiegen. Oh, Cell! Ui. 7 Kosten! Lol, ist der teuer. Aber ist auch die perfekte Form. Leider nur 2 Sterne. 1 Sterne Gohan hatten wir schon. Aber diese doppelten Karten können wir, wie gesagt, so zerstören oder eintauschen gegen Kartenschnipsel. Und dann haben wir den Stack zurück. Okay, wir können neue Karten ziehen. Das ist ganz geil. Die Truppe nochmal. Notoria. 0? Was? Entfernt auf einen normalen Charakter auf dem Feld angewandte Effekte. Okay. Für 0 eine Zauberkarte? Die nimmt man mit, ne? Ha! Noch immer kein 4-Sterne-Leiter, ne? Noch immer kein 4-Sterne, Leute. Wir ballern weiter Tickets raus, wollte ich sagen.
Oh, komm bitte, einen 4 Sterne heute. Ich bin schon so enttäuscht, Tag 3, Mr. Satans. Gönn doch was Geiles, Mann. Weißt du nicht, gibt es eine spezielle Animation hier? Also sieht es anders aus, wenn man eine 4 Sterne zieht? Ich weiß es nicht. Ja, wir müssen es rausfinden. Ein kleiner Gohan. Ein Beschützer. 3 Sterne, 3 Sterne. Ich hasse die Ginyu Force. Aber hey, 3 Sterne. Nehmt man gerne mit. 2 Sterne, Nappa und Vegeta stellt 4000 TP wieder her. Okay. Meister Kaio hat mich schon mit Bubbles. Noch ein Gohan. Ey, ich ziehe so viele Gohans. Ich freue mich. LOL. Gut, nehmt einfach das Auto hoch. Fügt dem Angriff aller Charaktere auf deiner Seite maximal 4 Sterne. 2000. Gute Karte, gute Karte. Rikum sieht aber krass aus. Lässt einen Charakter auf dem generischen Seite des Feldes mit maximal 6000 TP K.O. gehen. Nicht schlecht. 3 Sterne, buh! Oh, ist der schön. Schnellangriff. 10 Mana kostet er, aber 25.000 Angriff. Der Gegner hat 30.000 Leben. Das ist fast ein One-Hit. Lol. Okay, krasser Buh. Krasser Buh, nehme ich gerne mit. Und? Captain Ginyu. Ach, leck mir am Arsch. Hey, ich ziehe so viel. Ginyu Force und Mr. Satan. Ich weiß, für alle, die mich nicht kennen, ich hasse die Ginyu Force und Mr. Satan. Aber davon ziehe ich am meisten. Aber ich freue mich auch über sehr viele Gohans und ich liebe Gohan. Leute, ey, what the fuck, ziehen wir hier alles raus. Bin auch echt gespannt, was ich aus den Missionen bekommen habe, ne? Ob ich jetzt in der Mission noch weitere Tickets bekommen habe? Wir gucken rein. Auf jeden Fall, Leute, es ist sehr sinnvoll, wie gesagt, zuerst das Hauptspiel durchzuspielen, logischerweise. Und dann hier erst das Spiel zu spielen. Du kannst im Game ja auch Karten sammeln und diese Karten anscheinend kann man hier einlösen. Oh, wunderschöner Vegeta für Diana. Der ist schön. Der ist echt schön. Muten Roshi und der Rinderteufel. Ah, okay. Noch ein Gohan, nehme ich mit. Saiyaman und Videl. Zieht ein Son Gohan. Zieht eine sonstige Karte, falls keine vorhanden. Okay, wir ziehen Son Gohans damit. Freezer. Mecha Freezer. Was? Fügt seinem eigenen TP 20.000 hinzu? Lol. Die Karte kann ziemlich OP sein. Wenn man sie im richtigen Moment im Spiel ausspielt, kann die ziemlich OP sein. Lol. Da bin ich gerade überrascht. Lässt 3 Cell Juniors erscheinen. Oh, wie geil. Gute Karte. Dodoria gehört für mich auch irgendwie zu Ginyu Force, auch wenn er zur Freezer-Armee gehört, ne? Aber die Ginyu Force ja auch. Bin ich auch kein Fan. Trunks, die auch am Futtern. Wir haben jetzt Tenshin Han, Gohan und Trunks am Essen. Alle die gleiche Fähigkeit. Waifu C18. Für euch gezogen, extra. Aber leider bisher nur Kacke, ne? Gotenks, Super Saiyan 3. Oh, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Das war's. Nein, keine 3 Sterne. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Wir ziehen weiter. Wir haben noch 6 Tickets. Ich brauche die jetzt alle auf. Wie gesagt, machen wir ein kleines Opening heute hier. Ein bisschen Karten ziehen. Im Dragon Ball Z Kakarot. Hättet ihr jemals damit gerechnet, dass ich ein Karten-Opening in Kakarot mache? Ich nicht. Und übrigens, wenn ihr schon mal eine 4-Sterne-Karte gezogen habt, lasst es mich gerne mal wissen, ob ihr eine andere Animation habt. Ne? Oder kleine Trunksy. Nochmal die C18. Oh Gott. Zieh 4 Karten. Nicht schlecht. Gesammelte Dragon Balls. Oh, das ist die coolste Karte. Zieh 2 Karten, okay. Der kleine Dende. Der im Schrank eingesperrt ist bei mir. Das war's. Ah, shit. Nur Scheiß gezogen. Aber hey, wir haben noch eine. Eine haben wir noch. Eine können wir noch ziehen. Da muss ich reingucken in die Mission und was da drin so rumliegt. Weiß noch nicht genau, wie man sich die Tickets so verdienen kann, ne? Ich drück mal überspringen und das ist ein Vegeta beim Fressen. Wir haben 4 Karten gezogen, wo Leute essen. Jetzt habe ich Hunger. Jetzt habe ich original Hunger. Okay, aber wie gesagt, man kann noch mehr ziehen durch die anderen Tickets, die man sich verdienen kann. Platin-Münzen, bla bla bla. Ist schon ganz geil, ne? Jetzt will ich es aber wissen. Okay, wir können jetzt ein eigenes Deck bauen, das werde ich tun. Und wir können dann kämpfen, ne? Wie gesagt. Jetzt gucken wir rein in die Mission. Was können wir uns abholen dafür, dass wir so viel gezogen haben, ne? Täglich? Münzen, okay. Das waren Münzen. Karten aus dem Shop ziehen, gibt uns auch so Münzdinger. Okay. Und hier, dann nehmen wir mal alles an. Ich glaube, hier haben wir viel abgeschlossen, ne? Seltenes Pack-Ticket. Kartenticket. Titel. Oh, neue Titel. Münzen, Anführerbild, Titel. Nicht schlecht. Nehmen wir gerne an. Das haben wir jetzt alles bekommen, weil wir das
gezogen haben, ne? Ja, ich glaube, das war's. Aber ihr seht, man kann sich noch unendlich viel weiteren... Es leuchtet noch immer das Missionen. Ich verstehe es nicht. Man kann sich noch viel, viel weiteren geilen Scheiß ziehen und damit natürlich ein gutes Deck bauen, um eben in PvP hart reinzuhauen und so weiter. Aber wenn ihr das sehen wollt, wie ich... das Deck werde ich, glaube ich, jetzt schon mal bauen. Aber wie ich PvP kämpfe und so weiter, wenn ich das sehen wollt, Däumchen nach oben. Heute gab es halt mal ein spontanes Opening. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde die Karten geil. Haut mir in die Kommentare, ob ihr schon mal 4 Sterne gezogen habt und ob es eine andere Animation dann gibt. Bin sehr gespannt, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr brav hier abonniert. Kostet ja nichts. Schaut doch gerne rein in meine anderen Dragon Ball Z Kakarot Tutorials. Ich habe eine ganze Playlist. Und natürlich ein komplettes Let's Play vom Hauptspiel gibt es auch jetzt auf der Endcard. Einfach draufdrücken, euch Popcorn holen und Spaß haben. Haut halt rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.